meiner Person. Mein Name ist Heinz Linhardt. Ich bin Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin seit dem Jahr 2014, also seit mittlerweile fast 8 Jahren. Zu meiner Ausbildung. Ich bin ausgebildet als allgemeiner Internist und habe Spezialisierungen in 2 Bereichen durchlaufen. Zum einen im Bereich Leber, Magen, Darm, also Gastroenterologie und Hepatologie an den Unikliniken in München und Freiburg und im Bereich Krebs- und Bluterkrankungen, also Hämatologie und Onkologie an der Uniklinik in Heidelberg. Ich habe darüber hinaus 5 Jahre in der Grundlagenwissenschaft am Massachusetts Institute of Technology in Boston, USA gearbeitet. Das erwähne ich auch deshalb, weil eine Tätigkeit in der Grundlagenwissenschaft es einem Arzt doch ermöglicht, die Funktion des Körpers besonders gut zu verstehen. Ich möchte jetzt erklären, wofür unsere Abteilung eigentlich zuständig ist. Der Begriff Innere Medizin ist ja doch auch abstrakt. Letztlich kümmern wir uns um Probleme, die mit den inneren Organen zusammenhängen. Innere Organe, die jeder kennt natürlich, Herz, Lunge, Leber, Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse, aber auch Organe, die viele Leute vielleicht nicht kennen, wie Hirnanhangsdrüse, Schilddrüse oder auch Knochenmark oder auch Lymphknoten. Also Probleme, die sich in diesen Bereichen abspielen, dafür sind wir zuständig. Wir kümmern uns zum einen natürlich um Patienten, die unserer eigenen Abteilung zugehören. Wir versorgen aber auch Patienten anderer Abteilungen hier im Haus, sofern diese Probleme im Bereich der inneren Organe haben und wenn die Kollegen uns um eine Konsultation bitten. Wie ist unsere Abteilung organisiert? Unsere Patienten werden in verschiedenen Bereichen versorgt. Wir haben die Notaufnahme. Letztlich werden dort Patienten vom Notarzt angeliefert, denen es besonders schlecht geht. Es können sich aber Patienten auch selber vorstellen, denen es nicht gut geht. Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, Weihnachten, Ostern und so weiter. Wir haben neben der Notaufnahme dann natürlich noch den Normalstationsbereich, eine Privatstation und auch die Intensivstationen, auf denen sich unsere Patienten befinden. Zur Inneren Medizin gehört auch ein spezialisierter Bereich für Altersmedizin, der sich dann auch in einem eigenen Video vorstellen wird. Zusätzlich zu diesen räumlichen Organisation gehören natürlich auch Menschen. Wir haben verschiedene Spezialisten, die im Bereich Innere Medizin als Oberärzte arbeiten. Neben meiner eigenen Person noch 4 weitere Kollegen, die als Oberärzte und Spezialisten tätig sind. Wenn man meine Person dazu zählt, haben wir in der Abteilung Spezialisten für Leber-Magen-Darm-Erkrankungen, also Gastroenterologie, Hepatologie, für Krebs- und Bluterkrankungen, also Hämatologie, Onkologie, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Kardiologie und auch für Hormonerkrankungen, das heißt Endokrinologie. Sie können also sehen, eine gute Mischung aus wichtigen Spezialisten. Wir haben auch eine enge Zusammenarbeit mit der Dialysepraxis im Haus, das heißt, es stehen auch immer Spezialisten für Nierenerkrankungen zur Verfügung. Das erwähne ich deshalb, weil letztlich die Zusammenarbeit vieler Spezialisten doch hilft, die Menschen in Gänze auch gut zu versorgen.